So was hat Lissabon seit 55 Jahren nicht mehr erlebt. Damals feierte man den ersten Europapokalsieg der Landesmeister von Benfica. Jetzt ist das Land Europameister, das erste Mal überhaupt. Wer sonst als Cristiano Ronaldo präsentierte die Trophäe, als die Mannschaft wieder in der Heimat landete? Ronaldo, noch sichtlich gezeichnet nach einer für ihn schmerzlichen, aber überglücklichen und unvergessenen Nacht. Vom Flughafen ging es direkt auf Busse mit offenem Deck zur Triumphfahrt durch die Hauptstadt. Zigtausende säumten die Straßen. Die Helden umjubelt mit einem Fahnenmeer. In Portugal ist heute Feiertag. Dieser Titel ist so schön wie unfassbar. Ganz vorne auf dem Deck Roberto Sanchez, der künftige Bayern-Spieler und Shootingstar bei der EM. Es dauerte eine ganze Weile, ehe die Busse am Präsidentenpalast ankamen. Staatspräsident de Sousa ehrte jeden einzelnen Spieler mit einer Urkunde. Größter Jubel natürlich bei Cristiano Ronaldo, dem Kapitän. Portugal ist Fußball-Europameister. Die Feierlichkeiten werden noch einige Tage andauern.